Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Wer kocht mit? Mein heutiger Gast ist Berufsschullehrer und da, glaube ich, braucht man sehr viel Humor. Darum ist er Erfinder der Oberpfälzer Witzemeisterschaft und du bist dort Mitglied bei den Kastler Festspielen, bei den Schwäbermannspielen. Herzlich willkommen, Herr Harald Mayer. Genau, servus. Wunderbar. Da haben wir ein Plakat dabei. Mhm. Das bist du, ich hätte erst gar nicht gekannt. Ja, jetzt bin ich ein bisschen älter geschminkt, eigentlich schaue ich ein bisschen jünger aus. Ja. Aber so als Hofnarr, der Narr war ja damals eine ganz wichtige Person zu Hofe. Ja, war eine wichtige Person, aber das Wichtige auf dem Plakat ist eigentlich hier das Ei, weil das eigentlich ja ein Symbol der Schweppermann-Spiele ist. Weil es ja heißt immer, jedem Mann ein Ei und dem frommen Schweppermann zwei. Wunderbar. Ei haben wir auch bei uns im Gericht mit drin und wir kochen heute Folgendes. Als erstes haben wir Kalbfleischröllchen, die werden ganz kurz paniert. Spargel, Mozzarella, Tomate drin. Was gibt's hinterher? Ein schnelles Tiramisu mit Erdbeeren. Und ohne Ei? Ohne Ei, ja. Ganz genau. Okay, was ist deine Tätigkeit? Ja, ich denke, ich beschränke mich rein aufs Anbraten der Zutaten, oder? Ich tue jetzt ein bisschen Olivenöl rein, ja, und brate die Sachen an. Du hast ja gesagt, du bist der volle Koch. Wir schneiden es gleich. Ja, ist besser, weil alles, was mit Messer zu tun hat, braucht man bloß für Pflaster. Okay, Pflaster haben wir zwar hier, aber so einen Notfallkoffer haben wir nicht. Okay. Ich gehe jetzt hin. Kalbfleisch aus der Oberschale, schön klopfen, schön hauchdünn. Da kommt neue Tomate, Mozzarella, Spargel, dann wird das Ei gerollt, gewürzt und dann Ei, Paniermehl und dann in Butterschmalz rausgebacken. Okay. Harald, eine Frage. Schweppermann-Spiel in Kastel, was ist der geschichtliche Hintergrund? Ja, wie der Name schon sagt, Schweppermann-Spiele, die Hauptperson ist, oder die zentrale Figur ist ja im Endeffekt der Seyfried Schweppermann. Und diese Person hat im Endeffekt die letzte Ritterschlacht auf deutschem Boden für sich entschieden. Das war unten in Ampfing im 13. Jahrhundert. Und jetzt werden Sie viel fragen, warum gerade in Kastel, wenn das im Ampfing unten war. Der Mann, der ist ein gebürtiger, lauter Hofner. Und es war ein guter Freund vom damaligen König Ludwig den Bayern. Und die haben sich recht oft in Kastel getroffen und der König Ludwig war da in Kastel zu Besuch. Okay, und jetzt werden wir dann zu Ehren. Alle, wie viele Jahre wird das dann ausgetragen, diese Schweppermann-Spiele? Der gibt es seit 1953. Und wir haben uns jetzt mittlerweile auf einen Turnus für alle 5 Jahre geeinigt. Also die letzten waren vor 2008 und jetzt haben wir 2013. Okay, wieso hat der Schweppermann überhaupt angestellt, dass das so, dass man gleich eine Geschichte daraus macht? Ja, also das Besondere am Schweppermann war damals, bei dieser Schlacht im 13. Jahrhundert war es so früher, die Ritter, die haben nie von den Pferden abgestiegen. Ja, die sind immer am Pferd dran gehockt und unten die Ritter zu Fuß haben im Endeffekt mit ihren Lanzen die Pferde aufgespießt, die Ritter sind runtergefallen und aufgrund ihrer schweren Rüstung hat man da mit den Rittern ein leichtes Spiel gehabt. Und der Schweppermann ist hergegangen, der hat gesagt, so Leute, runter für die Pferde, ja, und dann lassen wir den Feind kommen und dann können wir mit den Ritter zuschlagen. Also voller Stratege. Das war ein richtiger Stratege, ja. Und da hat es jetzt den Spruch gegeben, jeder Mann, hast du am Anfang schon gesagt, ein Ei, dem frommen Schweppermann zwei. Das war dann nach der Schlacht, hat es am Feld nichts gegeben, außer Eier. Und jeder Kämpfer, jeder Soldat hat ein Ei bekommen und der Schweppermann hat zwei bekommen aufgrund seiner tollen Taktik. Jetzt diese Schweppermann-Spiele gibt es dann jedes Wochenende? Ja, im Juli haben wir an 3 Wochenenden jeweils eine Aufführung, Freitag, Samstag, Sonntag. Karten gibt es im Internet unter www.schweppermannspiele.de. Da ist noch ein bisschen was frei. Ja, wie gesagt, das ist ein großes Festspiel. Wir bringen um die 800 Leute rein, also 850 Gänger rein. Und ist halt auf der Kastler Burg. Und das Ambiente an der Kastler Burg ist halt wunderschön. Und wenn dann die Spiele so rum sind, hast du gesagt, hinterher gibt es nur ein Lagerleben. Also das ist nicht bloß interessant zum Anschauen, sondern auch noch hinterher. Ja, also Lagerleben, die korrekte Bezeichnung ist eigentlich mehr mittelalterliches Markttreiben. Mhm. Und mittelalterliches Markttreiben, das kann man sich so vorstellen. Aftershow-Party. Das ist so eine Art Aftershow-Party, ja genau. Und im Vorfeld können da die Leute hingehen und im Endeffekt ist so, dass da verschiedene mittelalterliche Schausteller sind, mittelalterliche Handwerker, das kann man sich anschauen, kann man was essen. Dann kann man die Schweppermann-Spiele anschauen und dann im Anschluss natürlich nur auf ein Gläschen Wein in dem Lagerleben versumpfen. Super. Wird da historisch gekocht? Ja, doch. Also was heißt historisch? Ich denke schon, dass es im 13. Jahrhundert auch Bratwürsteln gegeben hat. Ob es jetzt unsere Kalbsröllchen gegeben hat, wage ich zu bezweifeln. Und dann gebratene Zucchini wahrscheinlich auch noch nicht. Wahrscheinlich, ja. Was kann das sein?
Okay, und deine Aufgabe ist im Endeffekt, du bist der Hofnarr. Genau. Und der Hofnarr hat ja eine wichtige Funktion, du darfst das ganze Spiel eigentlich moderieren. Ja, also mein Hofnarr, die Bezeichnung ist eigentlich schon, so wie man es heute vorstellt, ein bisschen falsch, weil der Hofnarr war ja eigentlich der Berater des Königs. Also der hat eine ganz zentrale Rolle gehabt, weil das die Person war, die dem König eigentlich auch mal die Meinung gesagt hat. Die war mal gesagt hat, hey, du machst ja gerade einen Schmarrn, ja, so kannst du nicht arbeiten. Das ist akzeptiert worden, glaube ich, gell? Das ist akzeptiert worden, natürlich. Und von dem her war es oft auch so, dass der geheime Berater des Königs eigentlich war. Die Leute haben alle gesagt, ja, jetzt errettet er wieder einen Schmarrn. Und der König, der also denkt, okay, gut, jetzt hat er was gesagt, ja, eigentlich hat er gar nicht so Unrecht. Und in dem Stück ist es aber so, dass der Hofnarr die Rolle des Moderators innehat. Also sprich, das Spiel hat 5 Bilder und am Anfang jedes Bildes kommt der Schalksnarr und leitet und zeigt im Endeffekt den historischen Hintergrund dazu auf. Erzählt ein bisschen was zu dem Bild und stimmt den Zuschauer in das Bild ein. Okay, jetzt Salz und Pfeffer noch ganz kurz. Okay. Also wie gesagt, würzen tun wir immer kurz vorm Anrichten, weil Pfeffer verbrennt ganz leicht. Und wenn man zu schnell Salz oder zu früh Salz, einfach drehen, genau, ja super. Wenn man zu früh Salz, dann zieht das Gemüse natürlich auch Wasser, soll auch nicht sein. Okay. Da haben wir unseren Spargel, der brutzelt da schon schön dahin. Und der kommt jetzt für 20 Minuten in den Ofen rein. Und dann haben wir schon ein recht ordentliches Sommergericht. Harald, super. Ja, haben wir das ein bisschen warm, wenn du das ins Ecklein schmeißt oder sowas. Kein Problem. Bist du ein Handwerker? Ja, gelernter Schreiner. Da kann nichts passieren. Gelernter Schreiner, bringen wir alles zusammen. Super. So, liebe Zuschauer, jetzt drehen wir dann um unser Gemüse um. Ja, das Highlight im Kastl ist eigentlich die Prinzessin Anna. Wer soll das jetzt gewinnen? Die Prinzessin Anna ist die Tochter von König Ludwig. König Ludwig des Bayerns. Aha. Und der ist bei einem Besuch im 14. Jahrhundert in Kastl gestorben und der ist dann da gleich beigesetzt worden. Und die kann man jetzt anschauen? Ja, seit 1969 ist der aufgebahrt und kann man anschauen. Momentan zwar nicht, weil ja, vom Pilz befallen worden ist. Der wird momentan restauriert, aber ich denke, nächstes Jahr kann man es wieder anschauen. Also hochinteressant, was in Kastl alles los ist, gell? Ja, besonders zu der damaligen Zeit, weil da war wirklich was los. Also der König Ludwig ist in Kastl ein- und ausgegangen. Er war ja dreimal, hat er Kastl besucht und war eng verbunden mit Kastl. Super, also bei uns ist auch was los. Wir sind am Anrichten. Da haben wir schöne Frühlingsservetten. So, schau mal. Du musst es jetzt dein Gemüse ja verteilen. Aha. Jeder kriegt ein wenig eins. Und ich nehme jetzt noch mal mein Kalbfleisch raus. Ich brauche bloß wieder mein... Ja, nimm da. Genau. So, die Kalbfleischröllchen, das ist ja... Willst du ein grünes oder rotes oder gelb? Du musst aufteilen, ein wenig in die Mitte rein. So, jetzt schneiden wir mal eins an. Das schaut eigentlich recht schön aus mit dem Spargel, der Mozzarella da drin ist. Der binde ich dann auch und die Tomate. Und das legen wir dann auf dein Gemüse drauf. Okay. Außenrum ziehen wir ein wenig Sauce Hollandaise. Die haben wir schon ein wenig aufgeschlagen. Das passt dazu, den Spargel mit dazu. Und die Paprika, damit wir ein wenig Farbe haben. Ja, das setzen wir so um drauf. Den Paprika tust du da vorne ein wenig hin. Hinten haben wir da noch ein wenig Rosmarin. Jawohl, ich tue das schön verteilen. So, ja. Das hast du gut gemacht. Großer Koch. Eins mehr für mich. Ja, ja. Wie beim Schmeppermann. Ja, genau. Eine Zucchini mehr für den Harald. Ja. So ziehen wir außenrum so unser Hollandaise. Jetzt holen wir hinten noch ein wenig Rosmarin. Das ist schön, wenn man frische Kräuter da hat. Das stecken wir so mit an. Das schaut hammer aus. Den isst man dann am Stück. Das ist Dekoration. Ich glaube, das ist gegen Mundgeruch oder sowas. Okay. Keine Ahnung. Wunderbar. Auf jeden Fall, jetzt haben wir Besteck da, jetzt probieren wir mal. Also das kannst du dann auch, der Hofnarr hat immer die Meinung sagen dürfen, die ehrliche Meinung. Ja, und der hat natürlich auch immer mit dem König essen dürfen. Enttäusch mich jetzt nicht. Ist essbar. Sehr gut. Es ist gigantisch. Das ist Hammer. Ich meine, ich bin ja einer, der in der Regel von Maggi-Packungen lebt. Es ist wirklich vorzüglich. Es geht auch ohne Maggi. Ja, es ist köstlich. Es ist wirklich köstlich. Ja, liebe Zuschauer, wir lernen es uns noch ein wenig schmecken. Und wir reiten dann unser Tiramisu vor. Das ohne Ei. Bis gleich. So, liebe Zuschauer, jetzt machen wir unser schnelles Tiramisu ohne Ei. Geht folgendermaßen. Mascarpone, Magerquark, Orangensaft, Zitronensaft, Zucker, einfach verrühren, schön glatt rühren. Und dann tun wir ein wenig Löffelbiskuit mit einem starken Espresso, ein wenig tränken und dann kommt die Schicht weiß ins Glas rein. Und du magst? Ja, Erdbeeren schälen und dann kommen wir in den Mixer. Genau, du hast den Strunk wegmachen und du bist ja so kochbegabt, dass du sagst, du hast gleich mal Vorsprung gekriegt. Ja, genau, ich habe schon mal geübt vorher. Bist ja kein Koch, du bist der Schreiner.
Ich habe Schreiner gelernt, ja. Und jetzt kommt's, dein also, ganzer Werdegang. Ja, ich habe normal die Hauptschule besucht, habe nach der Hauptschule die Schreinerlehre angefangen, wir haben daheim einen Betrieb. Und nach der Schreinerlehre bin ich auf die Boss gegangen und seit ja, 2 Jahren bin ich in der Berufsschule Neumarkt, also an der Berufsschule Neumarkt, als Lehrer für Bautechnik und katholische Religion. Super, jetzt heißt es immer mit Hauptschule, ist übrigens schlecht angesehen, ist das wirklich so? Mit der Hauptschule, aber man kann ja trotzdem weit kommen. Also wir haben in einem Bildungssystem, wo man, egal wo man steht, immer weitermachen kann. Und das ist eigentlich das Gute an unserem Bildungssystem. Aber das Problem ist ja, dass der Stand der Hauptschule nicht mehr so ist, wie er schon mal war. Das ist richtig, ja. Jetzt ist ja Mittelschule, sagt man es dazu. Genau, man sagt Mittelschule. Aber es ist trotzdem, also ich finde, man muss das Kind jetzt nicht unbedingt auf die Realschule zwingen. Ein guter Hauptschulabschluss ist nach wie vor immer nur was wert. Man kann einen guten Beruf lernen und wenn man dann einen Beruf gelernt hat, kann man dann weiter auf die Boss gehen. Und das ist halt auch. Wie schaut es aus mit Nachwuchs? Wenn man jetzt zum Beispiel den Beruf des Schreiners anschaut, da bin ich momentan im Berufsgrundschuljahr drin. Da haben wir im Landkreis Neumarkt jetzt momentan 14, die den Beruf erlernen. Mhm. Es ist halt toll, wir haben letztes Jahr eine gehabt, die hat Abitur gemacht, ist ins BGJ gegangen und hat gesagt: Jawohl, ich will Schreiner werden. Und dann gehe ich nach Rosenheim runter und studiere dann Innenausbau. Und für das ist natürlich ein Schreiner eine passende Super. Grundlage, ist ideal. Jetzt, im Studium warst du ja ein Komparse, das ist auch interessant. Bei daheim und daheim ist daheim, hast du mitgespielt. Ja, was heißt mitgespielt? Das ist immer ein bisschen. Also Komparse, da stehe und. Jetzt bewegen. Nicken und dann Schritt zurückgehen, vorgehen und das Ganze für 60 Euro am Tag, ein Traum. Ja, aber das ist nicht bloß einmal gewesen, du musst da länger dort stehen. Ja, also es ist folgendermaßen, ein Student braucht ein Geld. Ich habe mir gedacht, Mensch, wie kann man am besten Geld verdienen? Und für einen Studienkollegen von mir, die Schwester, die war Regisseurin und die hat gesagt, Mensch, dir gefällt doch das mit Kamera und so, geh doch einmal dahin, die suchen da oft so Komparsen und so Kleindarsteller. Und dann hat man sich da beworben und dann war es so, dass man da mal einen Tag bei die Rosenheim Cops war. Man hat da mit der Zeit dann auch ein paar so Sprecheinsätze gekriegt. Und da hat man 8 Euro Stunden umgekriegt, da hat man sich in so eine Kammerl eingehockt, hat man sein Zeug gelernt für die Uni und nebenbei hat man halt einmal schnell irgendwo dort sitzen müssen, wenn sie einmal schnell irgend so ein Gesicht braucht haben. Also heute hast du den Text gut gelernt. Ja. Ein langer Text heute. Sehr schön. Okay, dann, du bist ja also von der Lehrerschaft jetzt hin, du bist ja auch Erfinder der Oberpfälzer Witzemeisterschaft. Das ist cool. Und da müssen wir natürlich jetzt Haus gleich und außer. Also soll aber ein Schenkelklopfer. Okay, ein Schenkelklopfer. Ein Festzeitstürmer. Ich bin ganz kurz, das kann ich wegschmeißen, oder? Ja, das müssen wir nicht, ja. Das müssen wir aufzeigen. Okay, also ganz kurz, ich bin eigentlich nicht der Lustigste. Ja, Witze erzählen wir mal Kinder, aber ich probiere es trotzdem. Also das kleine Kind sagt zur Mama, du Mama, sag mal, warum hast du deinen Papa geheiratet? Sagt Mutter, sechs Mal, nicht einmal das Kind versteht's. Das war jetzt schon ein Brüller. Ja. Also ich hau jetzt auch einen raus, aber okay. Die Mutter, die Frau sagt zu der Nachbarin, du, mein Mann ist voll ganz schön, ist deprimiert. Dann sagt die andere, ja, meine ist zwar depp, aber prämiert ist er noch nicht geworden. Ja, das sind die idealen Witze. Was zeichnet ein Witzerzähler aus? Mutter sich über sich selber wegen lachen Kinder, Mutter auch wegen sich als Depperler hinstellen oder sowas, wo man sagt, wegen. Es ist unterschiedlich. Es gibt Witzeerzähler, die haben sehr trocken. Es gibt Witzeerzähler, die spülen unbandig viel. Es gibt Witzeerzähler, die stehen wirklich blass da und der Saal schmeißt sie weg. Es kommt ganz auf den Typ der Person drauf an. Und wir haben ja Witzeerzähler bei der Veranstaltung, da gibt es jetzt mittlerweile das 5. Jahr aus der ganzen Oberpfalz. Und dann unheimlich viele Zuschauer da. Ja, also wir haben im Schnitt, egal ob es, wir waren jetzt halt vor 2 Wochen eben in Rötz. Und das war der Sonntag, wo es so extrem kalt war, wo es Unwetter gegeben hat. Es hat Straßensperren gegeben. Rötz war wirklich, in Rötz war Land unter. Um 6 ist die Veranstaltung losgegangen. Um 5:30, das halbe Zeltlager. Die Lissi Aumeier ist ja auch in der Jury. Ich bin über der Lissi gestanden und habe gesagt, du, heute haben wir mal allein. Und um 6 gehen wir dann auf die Bühne und das Zelt ist wirklich gesteckt voll. Also es ist wirklich gigantisch, was die Veranstaltung für einen Zulauf hat. Jetzt, du hast es ja gesagt, Jury, warum darf er nicht das Publikum abstimmen? Naja, wir haben uns entschieden, damals vor 5 Jahren, wenn wir es eingeführt haben, wir wollen ja eine Veranstaltung für die ganze Oberpfalz machen und wir wollen auch Witze erzählen aus der ganzen Oberpfalz. Wenn wir jetzt halt wie vor 4 Jahren in Neumarkt sind und da kommt wirklich einer von Roding oder von Kam hergefahren, ja, den kennt keiner im Festzelt. Mhm. Für den wird dann natürlich auch nicht so applaudiert, wie jetzt zum Beispiel für einen Heimmatador. Und aus dem Grund haben wir gesagt, jawohl, wir setzen da eine eine Fachjury hin, die war die Witze bewertet und die war dann auch ein bisschen Gerechtigkeit reinbringt. Und du hast ja hochkarätige Leute in der Jury drin. Lissi Aumeier ist drin? Ja, mit ihrem Mann, dann hat der Wolfgang Sobirge ist dabei und der Bev Pindl. Ja, das ist aber auch stark.
Der Beff ist super. Also das ist wirklich Wahnsinn, weil der, und das ist auch das Tolle, weil die Jury macht ja jeweils immer nur kurze Gastauftritte, kurze Einspiele aus ihrem Programm. Die schaffen das wirklich mit zwei Sätzen, das Zelt zum Kochen zu bringen. Und das, ja, wollen wir zusammenbringen. Hast du nicht hinterher schon verloren, so als Witzerzähler, wem vor dir die Ameilis oder der Beff auftritt? Verloren hat der Moderator, das bin nämlich ich bei der ganzen Geschichte. Und ich denke mir jetzt mal, hallo, ich stehe da vorne als Lehrer, Laie, sonst irgendwas. Und hinter mir hocken im Endeffekt die Leute, was richtig drauf haben. Aber mei, also wie gesagt, die drängen sich da nicht im Vordergrund. Nein, es wird... wirklich, ich sehe gerade, du garnierst das wunderschön. Ja, ja, das hast mich komplett aus dem Konzept geschmissen, auf das war ich jetzt nicht gekommen. Auf jeden Fall, es ist so, die ganze Veranstaltung lebt aus dem Zusammenspiel zwischen Jury, Kandidaten und dem Publikum. Und das zeichnet die Veranstaltung aus. Und das ist eigentlich das Besondere an der Witze-Meisterschaft. Ganz stark. Und man kann auch was gewinnen, gell? Du kannst dann... Genau, also beim ersten Jahr war es so, hat der Gewinner, es war damals eine Gewinnerin, bei Verstehen Sie Spaß mitmachen dürfen in der Kategorie Witzbold. Es gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist es so, dass der Gewinner ja einen Setbesuch und eine kleine Rolle bei der Home ist daheim kriegt. Also das ist dann nicht schon so, stark. Also ja, es ist super. Es ist auch nicht so bloß durchs Bild laufen und dann halt schnell abnicken und mit 60 Euro heimgehen. Es ist wirklich, der darf dann im Wirtshaus einen Witz erzählen, darf mal irgendwas bestellen und ist auch sehr nah an die Schauspieler dran, am Regisseur. Das stellt der Thomas Stamberger immer zur Verfügung. Der ist ja von Bad Kötzting, also auch Oberpfälzer Regisseur bei der Home ist daheim. Und denen haben wir das zu verdanken, dass wir da ja immer super hin darf. Und dir haben jetzt unsere schönen Erdbeeren zu verdanken. Den magst du jetzt rein. Wunderbar. Gibst du ein wenig Zucker drauf. Okay, so. Das ist ja super. Schau her, schon wieder die Hälfte daneben. Ja. Na, Talent, ja, boy. Das ist Wahnsinn. Mein Vater sagt immer zum Abend, braucht man ein Talent. Und den Zucker ganz reinschütten dann. Ja, also ein bisschen ein Traub. Ohne Schmarrn. Ja, bisschen, ganz, ja, nicht ganz die Hälfte. So. Also ein wenig Traubensaft, der unterstreicht dann das ein kleines bisschen. Mal das da festhalten? Ja, sonst ja, vielleicht schon, so viel. Ja, super, es ja, passt. Wahnsinn, okay. Dem Püree ist jetzt schwindelig geworden. Aber er ist fertig. Der ist aber fein geworden, das Ganze. So. Gut, das sind wir anrichten, unser Himbeerpüree. Machen wir in so kleine Gläschen rein. Himbeer-Erdbeerpüree. Unser Tiramisu mal umgefüllt. Das könnte man ein bisschen 2-3 Stunden kalt stellen, dass er ein wenig durchzieht. Na, schau mal. Durch die Masse, das machst du super. Ich war ja schon 2 Jahre, habe ich in der Disco gearbeitet. Da hast du die Glas auch so voll gemacht. Auf jeden Fall, ja. Erdbeerleimes. Du hast ja kein Eichstrich dran. Das ist ja nicht im Budget drin. Das waren günstige Glasen, glaube ich. Die haben nicht, die haben keinen Stich drauf. Prost. Prost. Also das isst man dann so dazu, trinkt man dazu. Okay. Auf Ex. Also, magst du das beim oh, zum Glück, wo da kein Himbeergeist jetzt geben. Den hätte ich so, jetzt probieren wir mal da unser Tiramisu. Und du bist echt so. Ein lustiger Zeitgeist, freut mich. Ja, ein bisschen verpeilt, aber ist toll. Ich kriege ja nicht mal was Gutes zum Essen. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Wegen der Orange kommt raus. Ist da Orange drin? Ja, Orangensaft haben wir reingemacht. Ah ja, stimmt. Freilich habe ich ganz vergessen. Also, wie gesagt, bewerbt euch bei der Witzemeisterschaft. Es ist wert, bei dir mitzumachen. Ich glaube, du bist als Moderator oben schon echt hervorragend. Ja, also auspfiffen bin ich bis jetzt noch nicht geworden und die Kandidaten natürlich auch nicht. Also es macht richtig Spaß, die Veranstaltung. Das ist so, wie Sie gesagt haben, früher haben wir die Mädels nachpfiffen, heute wieder auspfiffen. Ja, okay. In dem Sinne, wir lernen uns unser Dessert schmecken, sagen Tschüss Ade, herzlichen Dank, schön, dass du da warst übrigens. Hat es Spaß gemacht? Super, super, war echt toll und das Essen ist sehr zu empfehlen. Also dann Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wer kocht mit? Wir müssen uns das essen und die Minze muss essen, das ist gut. Mahlzeit, echt? Ah, den kann man essen, das ist keine Deko. Nein, das ist gut, das ist gesund praktisch. Grün ist gesund, ist das so? Ja, die macht auch guten so. Mundgeruch, wenn du sonst verstehst. Okay. Ich bin mit Minze dabei. Mit den Mädels am Abflutsch. Okay, ach so. Kommt besser auf. Hast du ein bisschen rein?